Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Warframe. Eigentlich wollte ich ja immer einen Tag vorher aufnehmen, damit die immer schön pünktlich rauskommen können. Habe ich natürlich vergessen. Heute ist Samstag, es ist jetzt 17 Uhr. Ja, stimmt, habe gerade selber geguckt. Und wir werden mal den zweiten Traum weitermachen. Folge dem Stalker. Man hat mir gesagt, das wird wahrscheinlich eine sehr lange Questreihe. Aber sie soll cool sein. Ich bin zuversichtlich, dass wir da eine Menge Spaß haben werden. Und ich glaube immer noch, dass es die ist, wo ich dann mein altes neues Schiff bekommen könnte. Warum leckt das? Das leckt eigentlich nie. Das habe ich eigentlich. Das mag ich nicht. Ach. Ich habe spiele mittlerweile auch Clash Royale. Wie quasi jeder. Und ich muss sagen, ich habe da heute 280 Pokale verloren, weil ich ein neues Deck ausprobieren wollte. Und selbst als ich zurückgegangen bin zu meinem alten Deck, habe ich es irgendwie nicht mehr geschafft zu gewinnen. Ich war in Arena 5, also nicht so wirklich weit, mit 1500. Und bin jetzt in Arena 4 mit 1200. Wahrscheinlich, wenn es weitergeht, steige ich noch ab in die nächste. Ich hoffe mal nicht. Ich will nicht wieder zurück in Arena 3, oder? Ja, Arena 3. Das sah da bestimmt richtig schrecklich aus. Muss ich hier runter? Das ist ja nicht wirklich weit. Du musst dich fragen, Velet, was ist für dich dabei drin? Es ist simpel, wirklich. Ich wasche deine metallene Hand und du die meine. All die Credits in diesem System sind nicht halb so viel wert wie ein Tenno, der dir einen Gefallen schuldet. Ich verstehe den Alad, den Aladdin. Da sehe ich absolut ein, was er davon hält und warum er das Ganze macht. Bin mir aber nicht sicher, ob es für uns worth it ist. Aber ich fände es richtig geil, wenn die mal ein bisschen öfter lügen würden bei den Questreihen, dass du viel mehr machen musst. Also, dass es zufällig sein kann, ob es auch einfach mal nicht klappt, was man so macht. Unbedingt den Vibrationsfeedback von meinem Controller ausschalten. Ist ja super annoying. Okay. Weiter geht's. Rein. Mittelstube. Oh nein. Kann man nicht snipen. Diese blöden Schutzschilde sind voll OP. Machen alles Gute. Die ganze gute Sniper-Work kaputt. Hier das, dieses Bam. Adam. Adam. Jetzt nicht mehr, okay. Es hört sich so ein bisschen an, als würde ein riesiger Titanroboter kommen. Das wäre zwar auch ziemlich geil. Mann, mich. Es hatten wir schon mal das Problem mit diesem haptischen Feedback. Obwohl, ist das haptisches Feedback? Haptisches Feedback? Oder ist das noch ein bisschen VR-technischer? Kommt der nächste. Ich will eigentlich gerade aufstehen. Okay. Man hört vom Ton, dass gleich keiner kommt. Ich muss kurz mal das richtige Kabel finden. Nein, das war die Maus. Verdammt. Die Maus rausgezogen. Warte, kurz abschießen und dann das nächste Kabel suchen. Also bei solchen Momenten tatsächlich wäre die Kamera lustiger. Das hier ist wahrscheinlich jetzt die Tastatur. Ja. Verdammt. Das hier ist jetzt der Controller. Ja, ich glaube ja. Sehr gut. Ja. Der Controller ist raus, das heißt, wir können weitermachen. Das haptische Feedback ist aus. Ups. Okay. Ah, ich bin wieder bereit. Mann. Auch der macht die schönen Sniper-Work kaputt. Allerdings auf andere Weise eher, wenn man ihn ganz kack nur trifft.
sitzt in einer Bombe drin. Geh weg mit deiner blöden Bombe. Ich kann ein bisschen drüber zielen. Ja, sorry, ich erzähle gerade nicht viel. Ich war die letzte Woche krank. Und das war echt ein bisschen ungünstig. Dadurch habe ich die Matte, das Matte, Abi auch verparscht. Nein, nicht runterfallen. Und werde es am 1.6. nachschreiben können. Ich habe jetzt eine Woche frei. Den ich eine Menge spielen werde. Aber gar nicht so viel. Ich muss auch eine Menge Video machen tatsächlich. Ja, tatsächlich auch Schulzeug zu machen. Aber jeden Tag ausschlafen. Das ist unglaublich super. Und dann nächste Woche Montag und Mittwoch sind meine beiden Klausuren noch. War nicht schon wieder. Ein Void-Tor. Die Dinge haben noch nie einen Sinn für mich ergeben. Das hat er gesagt jetzt. Du bist clever, Tenno. Du kommst schon drauf, wie es wieder aufgeht, nicht wahr? Wie bitte? Diese Nadel durchstößt den Himmel. Nata, werden wir das Herz der Tenno im Inneren finden? Diese Marionetten werden mich nicht stoppen. Ich werde in vielen Formen angreifen. Beeindruckend, dieser Sentient-Panzer passt sich an Schaden an. Wie gern ich meinen aufbrechen würde, um zu sehen, wie er tickt. Ich muss ihn mit verschiedenen Waffen angreifen. Relativ einfach. Der Stalker hat den Void-Schlüssel gebracht. Nutze diesen, um das Void-Tor wieder zu öffnen, bevor mehr Sentient-Kämpfer kommen. Der Void ist Gift für sie. Und schon sind wir im Void. Überschreite die Schwelle. Ah, da sind wir schon. Der Sentient kann uns nicht folgen. Ich habe keine Energie mehr. Oh, hast du dieses Gefühl nicht? Dreht mir den Magen um. Lass mal sehen, wo du gelandet bist. Bin eine Konsole. Ich hätte gerne ein bisschen Energie. Das könnte mir schon ziemlich helfen. Ich werde bei diesem Video mal was ausprobieren. Und zwar die, immer wenn ich ein Video hochlade von Warframe, sagt mir YouTube, das Video ist verwackelt. Möchtest du, dass wir es verbessern? Ich werde es diesmal ausprobieren. Ich bin gespannt, wie schlimm es dann aussieht, was YouTube mir da antut. Aber, ja, vielleicht wirkt's. Also, wir werden sehen. Ich hoffe einfach, dass es nicht komplett kacke aussehen wird. Vielleicht werde ich auch beide Versionen quasi, also einmal verwackelt und unverwackelt, speichern. Also ich werde auf jeden Fall auf dem Computer ja noch die unverwackelt, also die verwackelte dann haben. Die Frage ist, warte, ich probiere kurz das aus. Nee, überhaupt nicht. Die Frage ist, ob das wirklich wirkt. Also ob es bei einer Game-Aufnahme wirkt, diese automatische Endverwackelung. Oder ob das einfach richtig, richtig kurzer aussehen wird. Aber ganz ehrlich, Google hat schon ziemlich krasse Algorithmen hervorgebracht. Zum Beispiel den Google. Ah, wer hat den? Hat man angeblich schon mal von gehört. Aber wer weiß das schon? So. Na gut, wenn sie gehen. Warte, wir müssen da gar nicht lang. Hey, hier hoch, oder was? Waren wir nicht schon? Wie geil. Süßer Profit, der Mond existiert. Er war die ganze Zeit im Void. Ich wusste, dass Lotus mächtig ist. Aber das hier, sie löscht Geschichte aus. Wir dachten die ganze Zeit, er wurde zerstört. Meine Güte, du gibst einen guten Bösewicht ab, Lotus.
Das sieht ultra geil aus und mit ihm das Reservoir. Sehr clever, Nathan. Schatten, dein Pfad ist klar. Das sieht ja super geil aus. Bunho hat es gefunden. Ein Ort, den die Sentinels... wir müssen alles tun, damit es bleibt. Das ist der einzige Weg, um unsere Stärke... Das Reservoir gefunden, so unangenehm unsere Vergangenheit sein mag. Ich muss fragen, ich habe in das Innere eines Thanos geschaut und was ich gefunden habe, macht keinen Sinn. Darf ich viel Schaden? Verbirgt dieses Reservoir irgendeine große Täuschung? Alles, was ich getan habe, um zu beschützen. Es ist unser eigener Schutz davor, dass sie die Tenno zerstören. Lass dich von Elle nicht von deiner Mission ablenken. Oh, sie kennen die Wahrheit selbst auch nicht? Oh, warte. Wie süß, die Verräter bekamen, was sie verdienen. Mann! Lügen von ihrer allmächtigen Mutter. Ich habe ein Schiff entdeckt, das den Dings verdingst. Es ist der Stalker, er befindet sich auf dem Mond und du musst einen Weg von diesem Turm runter rauf zum Mond finden. Okay, das ist, interessant. Die sollten mehr von solchen Quests reinmachen, das sieht ja super geil. Das habe ich tatsächlich nicht erwartet, in irgendeiner Storyform her. Dass ich da jetzt nicht verbrannt bin. Jetzt springt da schon hoch, Mann. Es scheint, als wäre dieser Turm dazu gedacht, den Standort des Mondes im Void zu maskieren. Warum nicht die Maske abschalten und der Schwätzer Ordes kann ihn einsammeln? Wie viel Schaden habe ich bekommen? Oder ist das zu kompliziert für dich? Ah, ich bin da aus Versehen reingerannt. Dadurch, dass ich nicht geachtet habe, was vor mir liegt, sondern nur, was da steht. Geil aus. Was muss ich machen? Ah, hier. Sicherheitssystem hacken. Das ist es, Tenno. Schalte den Generator ab und die Kursstrecke Ordos kann deine Position im Void erfassen. Rede ruhig weiter, Orokin. Namens Alad wie. Das sieht so geil aus. Your silence soon comes. Allein das? Diese Quest ist ja super. Also wirklich, Warframe mache, ihr habt es einfach geschafft. Ein wirklich gutes Spiel bekommen. Komm schon, Tenno. Selbst ein Kind könnte es herausfinden. Jetzt springe ich schon hoch. Fuck! Ich habe ein kleines Problem. Wie mache ich den Strom aus? Wie mache ich den Strom aus?
Irgendwie muss man die doch ausschalten können. Und jetzt nervt mich nicht, wenn ich überlege. Ich sagte, du sollst mich nicht nerven. Was? Ja, das mit einem anderen Punkt, aber ich glaube nicht, dass es hilft. Irgendwo muss doch ein Schalter sein. Es muss einfach. Hey, jetzt geht's auf, oder was? Ach so, ich bin dumm. Ich bin ein absoluter Idiot. Man hat sie gegenseitig kaputt gemacht. Indem man das erste kaputt machte, ging auch dann der Rest nach und nach kaputt. Die haben sich quasi gegenseitig geschützt. Operator, wie seid ihr zu mir durchgekommen? Keine Sorge, Ordis ist jetzt auf dem Weg. Bereit machen zur Extraktion. Der Himmel wird sein, wie er gedacht war. Es wird nicht besser hier. Verarsch mich doch. Irgendein Krieg wird sich beenden. The war final end oder so, oder? Hat er das gesagt? Das heißt, der Krieg wird endgültig sich jetzt entscheiden. Ein Krieg der Jahrtausende. Das könnte man eine super Story zuschreiben, so einen krassen Roman oder so. Okay, wir haben es geschafft. Boah, das hat uns abgeholt. Mal sehen, was uns jetzt Lotus und so weiter noch sagen. Schütze den Mond. Ist es eine Verteidigung? Sag mir, Lotus, was ist dieses Reservoir? Eine versteckte Schwäche der Tenno? Leb wohl, Allard. Du hast dir deinen Gefallen verdient. Wir nehmen es von hier. Ich denke nicht. Ich bin hier, um meine Investition zu beschützen. Sabotage. Wenn das Ding es geschafft hat, die Tenno zu vernichten, was wird dann aus meiner Investition? Also dann, wo ist er? Ja, wir müssen als nächstes auf die Erde. Doch das machen wir nächste Woche. Ich freue mich diesmal, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!